Moin Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge Monster Hunter Rise. Jawollo! Und wir sind hier in dem kleinen Bereich, den ich euch noch nicht gezeigt habe, hier in Kabura. In dem Dorf. Und zwar ist das hier so ein bisschen, ja, so ein Trainingslager für die Buddies. Oder so ein bisschen das Hub für die Buddies. Und hier ist ja auch unser Buddy Wild. Tierexperte oder Wildexperte Jodi, der einen Auftrag für uns hat. Deswegen schnacken wir mal mit dem. Mal gucken. So, oh, Sakuta Modi, danke fürs Vorbeischauen. Weißt du noch, wie Yomogis Lieferant an den heiligen Ruinen aufgehalten wurde und du ihm geholfen hast? Naja, ja, mit dem Großisuchi. Ich weiß nicht warum, aber seitdem verhalten sich viel mehr Monster in der Umgebung der Ruinen wirklich seltsam. Aha. Klar, Monster werden ja zappelig, wenn die Randale näher kommt. Aber es ist komisch, dass sich alle am gleichen Ort versammeln. Der Händler hat auch eine seltsame Aura erwähnt und im Dorf redet man jetzt von Geistern. Unheimlich, oder? Wie auch immer, zwei eifrige Buddies haben davon gehört und sind zu den Ruinen gelaufen, um Jagd auf die Aura zu machen. Aha. Und jetzt hörte ich, dass ein Aknosom dort aufgetaucht ist. Ah, Aknosom. Sehr gut. Bitte, Sakuta Modi, kannst du dich um den Aknosom kümmern? Während ich nach den Buddies suche. Yes, das machen wir. Das ist eine neue, dringende Quest für das Dorf. Und wir schnacken nochmal mit ihm. Denn, ja, ich skippe das mal so ein bisschen. Hier können wir nämlich gucken. Wir können nämlich anheuern. Und zwar Palikos und Palabuts. Palikos sind hier die süßen Kätzchen. Die haben dann auch alle unterschiedliche Fähigkeiten. Sieht man da rechts. Das ist zum Beispiel ein Kämpfer, das ist ein Sammler. Ich glaube, da ist jetzt meine Kamera im Weg, was da oben steht. Das ist zum Beispiel ein Heiler. Und die haben dann so verschiedene, ja, Fähigkeiten, die die dann lernen können mit der Zeit. Hm, Jubeltanz, Schockfallengefängnis ist zum Beispiel schon gar nicht mal so schlecht. Aber ich werde off-camera mir welche zusammenfarmen, die meiner Meinung nach die besten, ja, Fähigkeiten haben. So, ansonsten, ja, Buddy Scouten können wir halt machen. Wir können uns nämlich bestimmte Kriterien aussuchen. Zum Beispiel, dass das Fell immer schwarz sein soll oder sowas. Oder weiß oder sonst irgendwas. Oder violett. Kann man alles einstellen. So, und es gibt auch besondere Buddies. Die kriegen wir von den Zusatzinhalten. Hier zum Beispiel ein Unterstützer. Mimi. Und hier haben wir noch drei Palamuts, zum Beispiel, der ist mega krass. Schöne, sehr schöne Farbe. So, genau. Buddy-Namen können wir auch ändern. Und auch welche entlassen, aber so was machen wir nicht. Yes. Hier, bei ihm können wir Buddies auf so kleine Missionen schicken und ja, Materialien sammeln. Hier ist so eine verschlossene Rolle, Schriftrolle. Kriegen wir erst, wenn wir das Spiel durchgespielt haben. Glaube ich jedenfalls. Oder schon vorher, ich weiß nicht genau. So, und hier haben wir nochmal ein paar Unterseeboote. Mit denen können wir Buddies losschicken, wenn wir ein paar mehr hätten. Aber ich mache das alles irgendwann. Zeige ich nochmal alles. Zum Beispiel hier bei Rondin kann man dann nämlich die Leute wegschicken, beziehungsweise die Buddies wegschicken in fremde Länder zum Handeln, Materialien holen und so weiter. Yes. So, wir laufen aber zum Hinoa, zum Questmädchen. Oder Questmädel heißt es ja. Aber Jodi. Aha. Du kommst genau zur rechten Zeit. Die dringende Quest ist für dich bereit. Oder für dich, egal. Heute musst du ein Aknosom jagen. Yes, dieses Monster fächert den Kamm auf seinen Kopf auf, bevor es angreift. Wirklich komisch und furchterregend. Monster können verzwickt sein. Also beobachte ihr Verhalten genau, wenn du es in einem Stück zurückschaffen willst. Ja, alles gut. Ich weiß doch Bescheid. So, Federrausch. Erjage ein Aknosom. Wenn man sich das so anguckt, das erste Mal, versteht man nicht, wie das Monster aussieht, aber da gibt es noch ein paar Infos zu. Yes. Der Kunde ist der Buddy-Wildexperte Jodi. Entschuldige, zwei Buddies haben von Geistern bei den heiligen Ruinen gehört und sind weggerannt. Ich mache mir Sorgen wegen dem Aknosom dort.
kannst du ihn jagen, während ich die Buddies suche. Ja, dann machen wir. Sehr schön. So, wollen wir vorher was essen? Ja, komm. Wir ballern uns noch ein Dango rein. Ich weiß zwar nicht ganz genau, was für ein. Wir bezahlen mal mit Punkten, weil wir haben ja ziemlich viele Punkte. Was sind das? 10.000? Ja, easy. So, Dango bestellen. Ah, guck mal, reicher Mann. Dango Bonze. Damit kriegen wir mehr Geld. Soweit ich weiß. So, Dango Arzt ist immer ganz gut. Und Dango Polierer beschleunigt das Schärfen von Waffen. Ja. Ja. Und wir nutzen einfach einen Gutschein. Dann haben wir auf jeden Fall den Effekt. Und jetzt genießen wir nochmal die Zwischensequenz. Jawollo. Lecker Dango. Und ich weiß immer noch nicht, ob die jetzt süß oder herzhaft sein sollen. Ich würde ja eher irgendwie sagen, dass es so Gebäckkugeln sind oder sowas. Also mehr was Süßes. Aber ich weiß es nicht. So. Genug gelabert. Wir jagen den Akno so. A bamboo forest at night. The sound of dancing is heard. Resembling a parasol, but in truth a monstrous bird. Be wary of its figure and its vibrant hue. For once its collar opens, a rain of blood will ensue. Jawollo, und da habt ihr es gesehen und es wurde auch gesagt, es ist wie ein Regenschirm und der Aknosom ist angelehnt an ein Yokai mal wieder, weil das ist wieder ein Monster, was bei Rise neu eingeführt wurde. Der Aknosom, das ist nämlich so ein Feuervogel und der steht halt ganz gerne so auf einem Bein und mit seinem Federkleid und so weiter. Sieht ein bisschen aus wie ein Regenschirm. Und das ist angelehnt an, ich glaube, Kasa Obake oder sowas. Irgendwie sowas. Ich blende es auf jeden Fall nochmal ein. Das ist so ein Regenschirmmonster. Geist, was auch immer. Ist nicht wirklich, ja, so schlimm oder keine Ahnung was. Steckt gerne Menschen, so wie jeder Yokai, glaube ich. Der halt so Geister, Monster, ein Fabelwesen. Und, der, ja, schleicht sich an Menschen ran und leckt die mit seiner Zunge ab. Und dann hinterlässt das so einen öligen Film oder keine Ahnung was. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war. Aber ich verlinke euch das mal wieder unten in die Beschreibung. Könnt ihr selbst nachlesen, wenn euch das interessiert. Ich find's auf jeden Fall ganz cool, dass die Monster Hunter Rise Monster, also die Monster, die hier eingeführt wurden neu, alle so ein bisschen, ja, so einen mythologischen Hintergrund haben. Vor allem finde ich die japanische Mythologie sowieso echt cool mit den ganzen Yokai, mit den ganzen Monstern. So, wir laufen hier mal wieder in den heiligen Ruinen unsere kleine Runde ab, um uns ein bisschen aufzupowern. Weil eigentlich müssten wir es nicht unbedingt. Eigentlich sollte das auch so klappen. Mit dem Aknosom. Der ist aber schon ein bisschen, ein kleines bisschen anspruchsvoller. Denn der macht jetzt auch Feuerdamage. Und wir haben noch keine Feuerverteidigung. Denn wir haben noch keine
Ja, keine richtige Rüstung. Die kriegen wir dann natürlich vom Agnosom selbst. Das ist ja, ich habe es glaube ich auch letztes Mal gesagt oder vorletztes Mal, ich weiß nicht mehr genau. Von den Monstern kriegt man ja immer Teile und die Rüstung, die man da draus machen kann, sind immer sehr gut dafür gedacht, gegen die Monster selbst zu kämpfen. Also Agnosom-Rüstung ist gut gegen Agnosom, weil die macht dann Feuerverteidigung und so weiter. Und die Waffen, die machen dann Feuerdamage vom Agnosom zum Beispiel. Und das ist dann gut gegen andere Monster, die halt zum Beispiel ein Lagombi oder sowas, die halt eher so ein Eiselement haben. So, und theoretisch gegen Agnosom wäre Wasser, glaube ich, ganz gut, Wasserelement. Aber da wir da auch keine Waffen haben, ist so egal. So, ach guck mal. Wenn man auf die Karte guckt, dann sieht man, dass die beide gerade in einem Bereich sind, die zwei Monster. Also es gibt ein Agnosom und ein Azuros. Auf der Karte. Und die sind gerade in einem Bereich. Wenn man nicht in der Nähe ist, dann koexistieren sie ganz friedlich. Aber wenn man da in die Nähe kommt, dann greifen die sich an. Und das Gute ist, die greifen sich jetzt vielleicht gleich an. Und wir können ein bisschen Wiefern reiten. So. Na, dann kämpft mal. Yes. Sehr gut. Das passt nämlich sehr gut. Denn dann können wir mit dem Agnosom erstmal ein bisschen Damage machen. Gegen den guten Azuros. Und dann Monsterteile von dem ein bisschen farmen. Ich hab's ja auch gesagt, man kann ja bis zu 3 Monsterteile von jeweils den Monster kriegen. So, und jetzt schleudern wir nämlich den Agnosom gegen den Azuros und dadurch lösen wir Wyvernbreiten bei ihm aus. Und der Agnosom ist ein bisschen benommen. Das heißt, wir haben relativ so also ein bisschen leichteres Spiel erstmal. Mit dem Azuros. Denn das Ding ist halt, ich mag den Azuros nicht so gerne zum Wyvernbreiten, weil er so langsam ist. Und dann ist es manchmal echt schwer, Angriffe zu landen und unten die Leiste zu füllen. So, jetzt machen wir die Spezialattacke. Mal gucken, was macht der. Auch einfach nur dieses Schlagen. Jawohl, sehr schön. So. Und jetzt benutzen wir auch endlich mal den Hammer. So, einer armer Agnosom, aber ich habe schon wieder meinen Einsatz verpasst. So, jetzt sehen wir auch, er kann Feuer spucken. Der hat einen feurigen Mund. Oder Schnabel. Den Mund hat er nicht. Jawohl. Ah! So, und dann bleibt natürlich auch ein bisschen Feuer da. Und zudem kann er dann ja auch nochmal fliegen. Das ist auch das Fiese. Er kann auch wegfliegen, wenn er dann genug Damage bekommen hat. Und dann müssen wir erstmal hinterher auf der Karte. So. Und ich habe ja höchstwahrscheinlich den Schirm, den Yokai, eingeblendet. Und ihr seht, der Agnosom, der steht auch ganz gerne so auf einem Bein. Das ist halt ganz cool, weil dieser Regenschirm halt auch nur immer so... Ich glaube, der hat auch nur ein Bein. Also das ist halt echt ziemlich cool gemacht. Wie gesagt, deswegen mag ich Rise so echt gerne. Ah. So, ansonsten, was gibt's zu sagen zum Hammerspielen? Immer in die Fresse. Immer ins Gesicht hinein. Jawohl. Ansonsten, wenn es nicht ins Gesicht geht, dann irgendwo anders gegen. Aber am besten ins Gesicht. Denn dann können wir die Monster ausnocken.
So, läuft er jetzt weg? Ja. Da, da fliegt er einfach weg. Ha. Na gut. Aber trifft sich ganz gut. Wir müssen ja hier die ganzen Materialien noch einsammeln. So, Aknosom, Federn und Schuppen und sowas haben wir bekommen. So, und sobald die Monster hier weg sind, die großen, kommen natürlich hier die kleinen, kleinen Izuchis. So, die wollen wir mal blenden. Habe ich auch noch gar nicht gezeigt, wie man die blendet. Das wird später noch ganz nützlich bei so Monstern, die auch die ganze Zeit fliegen oder sowas. Na, leben. Ah, jetzt ist auch Geschichte. So, bei Monstern, die zum Beispiel fliegen, so ein Ratian, Rathalos und so weiter. Baselgus. Da kann man dann schön so einen Blitzkäfer einsetzen, beziehungsweise eine Blitzbombe, die man aus einem Blitzkäfer herstellt. Und die dann blenden und dann kann man die auch vom Himmel holen, weil die dann halt geblendet sind und ja, so ein bisschen geschockt. Das ist wie so eine Flashbang. Und ja, dann fallen die vom Himmel. Da sind die auch erstmal ein bisschen benommen und so weiter und da kann man die ganz gut bearbeiten. Eine gewisse Zeit. So, der Aknosom müsste da hinten irgendwo sein. Soll ich hier oben drauf kommen? Ja. Sehr gut. So, der ist. Der läuft da unten rum. Aber wir wollen erstmal. Wo ist es? Da. Einen Bettstein benutzen. Und oben links seht ihr es. Wir sind aus dem grünen Bereich raus. Ich habe jetzt übrigens auch wieder die. Den anderen Hammer genommen, den man glaube ich durch Sunbreak Erweiterung bekommt oder durch den Zusatzinhalt. Ich weiß es nicht, aber normalerweise hat man den nicht von vornherein, weil der ist schon, der ist eigentlich ganz gut, vor allem, dass er einen grünen Bereich hat. Das ist schon ganz nice. So, wir haben schon wieder irgendwas gebrochen bei ihm. Wir haben auf jeden Fall den Schnabel gebrochen und... Ach so, einen Flügel, denke ich. Oh. Ja, da hat er uns weggeschrien. So, und jetzt müsste er eigentlich, ja, genau, müde genug sein, dass er hinfliegt, wenn er so läuft. Oh. Eigentlich müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Ja, wir haben schon wieder irgendwas gebrochen. Kann, glaube ich, weiß gar nicht genau, kann man den Schnabel, den Federschmuck und dann die Flügel und ich glaube den Schwanz auch brechen. Irgendwie so. Und bei manchen Monstern ist es ja auch noch so. Das kann, geht dann aber natürlich nur mit scharfen Waffen. Ui. Guck mal, müssen wir doch mal ein bisschen Erste Hilfe benutzen. Es geht nur mit scharfen Waffen und zwar können wir bei manchen Monstern den Schwanz abschlagen oder die Schwanzspitze, je nachdem, und die liegt dann da auf dem Boden und die kann man dann auch noch zusätzlich looten, also das ist nochmal ein zusätzliches Item. So, genauso wie wir ihn jetzt looten hier, den Aknosom. Mann, 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 das ging jetzt aber schon wieder fix. Ach, aber wie gesagt, die ersten paar Folgen. Na, ersten paar Folgen. Die ersten Monster sind halt. Ja. Und im Niedrigrang ist es halt auch noch so. Ach, weiß ich nicht. Ist halt noch relativ einfach. Ich meine, wir ballern einfach nur die ganze Zeit drauf. Mit dem Hammer. Das ist. Es gibt keine Taktik. Einfach drauf. Bei den ersten Monstern. Hauptsache Damage machen. So. Wir gehen zurück ins Dorf. Und. Ja. Lura, here I come. Aha. Ich glaube, die Küche wurde ein bisschen verbessert, wa?
Ah, Sakutamori, schon zurück. Du hast dich bei der Aknosom-Jagd gut geschlagen. Ein Problem wäre erledigt, aber an den heiligen Ruinen wartet noch eins. Laut den Dorfbewohnern sind es Geister. Oha, ich passe fürs Erste auf. Später rufe ich aber vielleicht nach dir, falls sich was ergibt. Geh für den Moment erstmal zu Hinoa. Mit dem Triumph über den Aknosom hast du dir 3-Sterne-Quests verdient. Jawollo. Aus dir wird eine gute Kamuta-Jägerin. Frischling. Mach weiter so. Jawohl, wir sind eine gute Jägerin. Sehr schön. So, und wir sehen, jeder will irgendwas von uns. Mann. Wir sind echt beliebt. So, mal gucken. Eine besondere Auswahl an Objekten, aha. Also, wir haben jetzt ein bisschen mehr Auswahl. Und außerdem können wir Lotterie spielen. Komm, ab dafür. Ja. Leider nicht den Hauptgewinn, aber immerhin ein paar Tränke, Honig, Pilze. Why not? So, gut. Das soll es jetzt gewesen sein für die Folge. Mal gucken, was wir als nächstes jagen. Wenn euch die Folge gefallen hat, ja, Daumen nach oben da lassen, Kommentar und ein Abo. Und dann geht's nächstes Mal weiter bei Monster Hunter Rise. Mal gucken, was für ein Monster auf uns wartet.